Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfans. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung heute Abend. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Uns erwartet mit Sicherheit eine sehr interessante Partie. Und das ist natürlich eine Partie, die viel verspricht. Das spürst du auch an der Atmosphäre hier im Stadion. Spannende Geschichte hier, Wolf. Ich denke, beide sehen das als wichtige Aufgabe. Beide wollen überzeugen und beide wollen den Sieg. Sie sind bekannt für ihren enormen Druck, den sie immer wieder ausüben. Ja, das macht sie so stark. Dafür brauchst du besondere Spieler, die haben sie aber. Die Frage, schaffen sie es, Lücken im Rückraum zu vermeiden? Das ist die heutige Aufstellung der Gäste. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3, drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Und los geht's. Jetzt müssen Sie aufpassen. Mateo Kovacic. Ball wäre gut gekommen, aber er taucht runter, hechtet, macht sich lang und dann hält er diesen Ball. Klasse. Kurz gespielt. Mateo Kovacic. Souverän gemacht vom Torwart. Højlund. Heute wird vieles von der Leistung von Luka Modric abhängen. Gerade wenn es um den Spielaufbau geht, wird er hier heute gefordert sein. Da kann er seine Stärken ausspielen. Aber ganz kurz, denn das könnte es sein. Er fängt diesen Ball ab. Toller Pass. Gibt Abstoß. Er geht dazwischen. Setzt sich da schön durch. Davis. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Das Tor aus kurzer Distanz. Hier haben wir noch mal ein Auge drauf. Er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja. Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Modric. Mario Pašalić. Duje Saleta K.
Kovacic. Perisic. Kovacic. Luka Modric. Schade, Ball ist weg. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Modric, ja, Mitspieler sind da. Sime Versaiko. Kramaric, aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Kurze Ecke. Vielleicht klappt es jetzt. Es gibt eine weitere Ecke. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Da kommt nochmal das Tor in der Wiederholung. Ecke kommt in die Mitte. Torgefahr kam bei diesem Ball natürlich nicht auf. Davis. Kurz vor der Pause liegen die Gäste knapp in Führung. Es ist eine verdiente Führung aus meiner Sicht. Mit einem Tor sind sie vorne, machen viel richtig, stehen gut, haben klasse Ideen. Ich glaube, wenn sie so weitermachen, dann kann es den erhofften Sieg geben. Andrej Kramaric. Da muss er aufpassen. Da wollten die Fans einen Elfmeter. Eine Minute gibt es obendrauf. Auf Außen ist Platz. David. Er zieht ab. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Ecke in die Mitte. Der Pausenpfiff beendet also diese erste Spielhälfte. Die Mannschaften gehen in die Kabinen und gleich geht es hier weiter. Er kann heute leider nicht die gewohnte Leistung abrufen. Von ihm haben wir uns viel mehr erwartet, aber er kommt überhaupt nicht rein in die Partie. Auch ein Grund, warum sie hier zurückliegen. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Sie spielen den Ball steil. Guter Heber. Verhindert da, dass es gefährlich wird. Brozovic. Die Gäste liegen hinten, was den Ballbesitz angeht. Aber die Führung spricht ja für sich. Sie machen trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel. Nutzen die Chancen, die sich ihnen bieten. Das ist eine engagierte und clevere Leistung bisher. Luka Modric mit dem Angriff. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Aber was Zählbares kommt am Ende dann doch nicht heraus. Das ist David. Ja, wird hier gut unterstützt. Sie bauen den Angriff gut auf. Der Schuss jetzt. Hervorragend dazwischen gegangen, das war wichtig. Brozovic.
Jetzt Modric. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Mateo Kovacic. Schwacher Ball. Kurz vor dem Ende dieser Partie haben wir hier eine knappe Führung für die Gäste. Es ist ein gutes Spiel von Ihnen, keine Frage. Der Spielstand zeigt das auch. Es wird auch eine Frage der Nerven sein, ob Sie hier wirklich gewinnen. Kramaric! Wahnsinn! Das ist der Ausgleich in dieser Partie. Aus kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, da macht er alles richtig, weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Der Wille ist da, kurz vor Schluss drücken sie auf den Siegtreffer. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Brozovic, die Chance auf den Konter. Ball wird abgeschirmt. Kovacic. Perisic. Klasse Chance jetzt. Was für eine Parade und das aus dieser Distanz. Ich glaube, das wäre es gewesen. Wahnsinn. Modric springt die Ecke rein. Sie gehen in Führung. So kurz vor Schluss. Das Ding müssen sie gewinnen. Da ist die Wiederholung dieses Treffers nochmal. Erst kommt die schöne Ecke von Luka Modric. Und dann verwandelt Kramaric clever, indem er sich fürs kurze Eck entscheidet. Wir sind am Ende dieses Spiels angekommen. Für die Gäste gibt es hier also eine Niederlage. Knappe Niederlage. Es hat nicht viel gefehlt. Es war aber am Ende leider nicht mehr drin. Und das wird sie ziemlich ärgern. Es waren Kleinigkeiten, die heute über Sieg oder Niederlage entschieden haben. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.